Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gab nur vier Sachen, nur vier, die Allah mit seiner Hand erschaffen hat. Einmal war es sein Thron, einmal war es Adam, unser Vater alaihi salam, einmal war es die Eden des Paradieses, die Gärten des Paradieses, und einmal war es der Stift Al-Qalam, der alles aufgeschrieben hat, was passiert für die Schöpfung. Diese vier Sachen hat Allah mit seinen Händen erschaffen. Und alles andere hat er nur mit dem Wort sei und es ist erschaffen. So haben wir durch diese Überlieferung verstanden, dass wir eine bevorzugte Schöpfung sind. Und deswegen war Iblis auch neidisch auf Adam, weil er bevorzugt war. Er hat es nicht wirklich verstanden, aber dann im Nachhinein hat Allah ihm das erklärt, indem Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, ja Iblis, werf dich nieder mit den Engeln. Und er beneinte dies. Und dann fragte ihn, ja Allah, ja Iblis, was hält dich davon ab, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe? Und er sagte, ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn aus Erde. Aber er hat nicht verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam mit seiner Hand erschaffen hat und ihn nicht. Und unsere Schöpfung ist bevorzugt. Und so hat uns Allah subhanahu wa ta'ala auf der Erde wandeln lassen, uns verbreiten lassen, leben lassen. Er sandte uns immer wieder Gesandte mit Ermahnungen, mit seinen Gesetzen, mit seinen Verboten, dass seine Schöpfung immer wieder zu ihm zurückkehrt. Und immer wieder war die Menschheit so, dass sie sich von Allah abgekehrt haben. Und genauso auch in der heutigen Zeit. Wie viele Geschichten, wie viele Ermahnungen haben wir bekommen in den Geschichten des Korans? Und so war es mit der Menschheit. Immer wieder haben sie sich abgekehrt von Allah. Immer wieder waren wir ignorant und arrogant gegenüber den Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, dass die Menschen, die Allahs Zeichen leugneten auf der Dunya, sie werden blind vor Allah stehen am Tag des Gerichts. Sie werden vor Allah stehen und sprechen, mein Herr, warum bin ich blind? Warum kann ich nicht sehen? Und Allah subhanahu wa ta'ala antwortet ihnen, weil du blind warst auf der Dunya und unsere Zeichen ignoriert hast, so erscheinst du heute blind am Tag des Gerichts. Und für dich ist kein gutes Ende. Und so sind wir die Ummah von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zwar die letzte Gemeinschaft, die Allah als Rettung für die Menschheit gibt, aber dafür die erste, die an Yawm al-Qiyamah zum Gericht erscheinen wird. Es gibt ja die Überlieferung, dass alle Tiere versammelt werden. Die Tiere sind dann entweder für uns oder gegen uns, für die Menschheit oder gegen die Menschheit. Weil die Engel sagen werden, heute ist kein Tag des Lachens. Denn heute ist ein Tag des Gerichts, der Gerechtigkeit. Und selbst die Tiere auf der Dunya werden alles sagen und sagen, mein Herr, er hat mich getreten, er hat mich geschlagen, er hat auf eine Ameise getreten, absichtlich. All das wird gerichtet. Und dann kommen wir, die Ummah vom Propheten Muhammad, als bevorzugte Schöpfung von allen Geschöpfen, als bevorzugte Ummah von allen Ummah, die als Zeugen gegen die anderen Gemeinschaften sind. Denn jede Gemeinschaft wird sagen, ja, Allah subhanahu wa ta'ala wird ja Jibril zu sich rufen. Und sagen, hast du meine Nachricht überbracht? Bälle, ruft mir die Gesandten. Habt ihr die Nachricht überbracht an eure Gemeinschaften? Bälle, haben wir. Ruft mir die Gemeinschaften. Er wird die Gemeinschaften rufen, Allah wird fragen, habt ihr die Nachricht von La ilaha illallah bekommen? Manche werden sagen ja, manche werden sagen nein. Ruft mir die Gesandten wieder. Sie kommen, Allah fragt sie, habt ihr nicht gesagt, dass ihr La ilaha illallah verbreitet habt? Habt ihr nicht gezeugt, dass ihr es macht? Was sind eure Zeugen? Habt ihr Zeugen? Ja, wir haben Zeugen. Wer ist denn euer Zeuge? Die Ummah vom Propheten Muhammad. Ruft sie hier hin? Ja, Ummah vom Propheten Muhammad. Wir werden da stehen. Habt ihr La ilaha illallah bekommen? Ja, mein Herr. Wir haben La ilaha illallah, wahdahu la sharika la bekommen. Und wir haben es bezeugt, mein Herr. Wenn die letzte Gemeinschaft es empfangen hat, dann heißt es, es haben auch die Gemeinschaften vor uns empfangen. Und dann werden die Gemeinschaften fragen, aber was sind denn ihre Zeugen, ja Rabb? Wer sind denn ihre Zeugen? Allah subhanahu wa ta'ala wird sprechen, ich bin ihr Zeuge. Und das genügt. So wisse mein Bruder, Achim Muslim, Uchti Muslima, Allah ist mit dir. Du bist bevorzugt. Inna ma'al usri yusra. Gewiss mit der Erscheinung kommt die Erleichterung. Allah will es dir nicht schwer machen. Allah will es dir leicht machen. Deswegen hat er dir diese Religion herabgesandt, den Islam, damit du ein leichtes Leben hast. Kehr dich nicht von Allah ab. Sei nicht wie die Völker vor uns. Denn die Religionen von Allah sind herabgesandt. Hudal lil muttaqin. Eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, dass du traurig wirst. Dieser Din, diese Religion, ist nicht dazu da, dass du weinst, dass du leidest. Diese Religion ist dazu da, dass du stabil und stramm wirst, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Tod zu dir kommt. Was sagt dann Allah? Kalla sawfa ta'lamun. Dann werdet ihr sehen. Dann werdet ihr sehen. Und dann werden wir entweder mit strahlenden Gesichtern zu Allah schauen
oder mit dunklen Gesichtern für die ewige Verdammnis, Jahannam. Möge Allah uns gut und besser machen.